Hallo liebe Freunde von scharfen Messern, ich bin Nanka von Schmiedeglut und eigentlich wollte ich heute den zweiten Teil von dem Messer ganz einfach selber machen Video machen, aber irgendwie sind wir auf Abwege gekommen und haben ein bisschen was gebastelt. Und zwar haben wir uns eine Maschine selber gebaut. Ja, das Teil ist ein bisschen abenteuerlich, also schaut bitte noch nicht so genau hin, das ist alles noch provisorisch, aber sie läuft schon mal. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie man so ein Messer, was noch nie scharf gewesen ist, auf den Diamantplatten von DMT, ohne sich zu bewegen, rattenscharf kriegt. Viel Spaß! Ja, so, jetzt schmeißen wir das Ding mal an. Wir haben jetzt hier die Platten mit 120 Mikron drauf und mit 65 Mikron. Also erstmal die ganz groben, weil dieses Messer war ja noch nie scharf. Das bedeutet, wir müssen dem die erste Grundschärfe verpassen. Und dafür geben wir jetzt mal Gas. So wie immer bei DMT sind wir halt hier sehr schnell. Wir haben jetzt schon Gras. Die Schneidkante war vorher so 0,2 mm, 0,1 mm, sowas in dem Dreh schon dünn. Und alles, was ich mache, ist, ohne viel Druck, das Ganze hier rüber zu führen. Das geht natürlich auch manuell. Aber wenn man am Tag mal irgendwie 50 Messer schärfen muss, dann freut man sich, wenn man eine Maschine hat, die sich bewegt, dass man das nicht selber machen muss. Ich verwende hier übrigens die 8 Zoll Version, weil die es in allen Körnungen gibt, von super grob bis super, super fein. Und nein, ich werde nicht von DMT gesponsert, ich habe die käuflich erworben. Und sonst haben wir da manuell drauf geschliffen. Aber so ist es natürlich schön einfach, weil man sich nicht so viel bewegen muss. Also ein bisschen Schwachsinn muss ja immer dabei sein hier in der Werkstatt bei uns. Sonst wird es ja auch langweilig, ne? So, wir sind bei der letzten Körnung, extra, extra fein, mit 3 Mikrometer Diamantpartikelgröße. Und dann testen wir mal, wie es vor und nach dem Abziehleder schneidet. Jetzt. So, wir haben das Messer jetzt abgezogen auf der extra, extra feinen Körnung. Und jetzt schauen wir mal, ich lege es hier einfach nur mal auf den Finger drauf, ob es schon richtig rattenscharf ist. Ja, siehe da. Also es funktioniert schon. Es ist schon geil, ne? Weil es hat 3 Mikrometer. Aber man merkt, wenn man hier so drüber fährt, es ist noch so ein bisschen rau. Es sind noch so kleine Reste vom Grat vorhanden. Es ist noch so halt der letzte Skalpellkick fehlt noch. Und deswegen machen wir jetzt hier mit der Diamantpolierpaste auf dem Abziehleder weiter. Hier haben wir jetzt wieder 6 Mikron. Könnte man meinen, dass das gröber ist. Aber durch die Diamantpolierpaste, die ja in den Lederporen drinne sitzt, guckt halt nur die Spitze raus und dadurch ist es wieder feiner. Und da ziehen wir das Messer jetzt drauf ab. Das mache ich eigentlich immer, weil das gibt einfach nochmal so den letzten Perfektionskick. Und dann bringt es ganz, ganz viel Spaß. So, jetzt haben wir 3 Mikrometer auf der Diamantpolierpaste hier drüben. Und jetzt nehme ich nur das Messer, lege es wieder drauf und vergleiche es mal. Und jetzt merke ich, da ist jetzt halt noch weniger, also da ist jetzt gar nichts mehr. Das gleitet hier einfach nur total abgefahren durch. Und auch so, ja, jetzt sind alle Unreinheiten weg. Also es ist jetzt ganz glatt, wenn ich jetzt hier drüber fühle, natürlich auf dem Fingernagel und schön vorsichtig, macht das nicht zu Hause nach, nicht, dass ihr euch den Finger abschneidet, ich bin schuld. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die beste Art und Weise ist, Messer zu schärfen und dass die Maschine super ist. Und nein, ich baue auch die Maschinen nicht und ich verkaufe die Maschinen auch nicht.
Aber ich finde sie sehr geil, weil sie einfach, wenn man viele Messer schärft, uns das Leben leichter macht. Und da wir fast ausschließlich immer auf den Diamantplatten schleifen von DMT, weil die einfach viel schneller sind als jeder normale Schleifstein und präziser als eine Maschine, weil ich von Hand das halt ganz genau steuern kann, haben wir die sowieso immer benutzt und ich habe mich halt immer abgerackert, die Messer zu schärfen. Und jetzt ist es mal genau andersrum. Jetzt rackert sich die Maschine für mich ab und die Messer schärfen sich fast von alleine. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Video. Wir haben heute irgendwie so einen Wursteltag gemacht. Ich weiß, ich habe alles irgendwie über den Haufen geschmissen, was ich geplant hatte. Aber ich finde es so geil, irgendwann mal auch einfach irgendwelchen Quatsch auszuprobieren. Sonst verliert man auch den Spaß an der ganzen Sache, wenn man alles immer nur durchstrukturiert und ernst nimmt. Von daher war heute Nankas Bastel-Ausnahme-Freitag mit YouTube-Video. Also, wir sehen uns nächste Woche und dann gibt es das Video, wie man die Messer einfach selber machen kann, Teil 2. Dann mit dem Finish und der Griffgestaltung.